Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Ministerpräsident und sehr geehrter Herr Kollege Abgeordneter Dr. Woidke. Beinahe auf den Tag vor 7 Monaten haben Sie hier im Landtag schon einmal eine Reihe einschneidender Maßnahmen im Kampf, ausnahmsweise einmal nicht gegen rechts, sondern gegen die Corona-Pandemie verkündet. Und damals vor dem Hintergrund angsteinflößender Bilder aus China und Italien gab es im Land und im Landtag allgemeine Zustimmung für das angekündigte Regierungshandeln. Auch unsere Fraktion stimmte zu, und zwar mit Verweis auf die zu achtenden Grundrechte. Aber wir stimmten zu. Das ist Vergangenheit. Wir haben uns auseinandergelebt, Herr Woidke und sehr geehrte Regierung. Und wenn Sie heute mit anderen Worten nichts anderes, sondern nur Schlimmeres vortragen, sagen wir Ihnen nicht mehr Unterstützung zu, wir widersprechen Ihnen. Ihre Corona-Politik ist falsch und richtet Schaden an. Und wie die am 28. Oktober gefassten Beschlüsse beweisen, werden Sie aus dem längst angerichteten Schaden nicht klug, sondern Sie vermehren ihn von Woche zu Woche, von Verordnung zu Verordnung, von solchem Kabinett zu solchem Kabinett. Und damit, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Landesregierung, verletzen Sie Ihren Amtseid. Zigtausende denkende Menschen im Land und Millionen denkende Menschen im Bund haben Angstmache, Bevormundung und staatliche Übergriffigkeit gründlich satt. Die Beschlüsse vom 28.10. sind unbegründet, sie sind unrichtig und sie sind unrecht. Sie sind unbegründet, weil sich die Annahmen nicht bewahrheitet haben, die im Frühjahr zum Bundestagsbeschluss über die epidemische Lage nationaler Tragweite und zur Eindämmungsverordnung hier in Brandenburg geführt haben. Und noch einmal, weil es so wichtig ist. Die Schadensprognosen zur Covid-19-Erkrankung haben sich nicht bewahrheitet. Covid-19 hat keine Übersterblichkeit verursacht und allein damit fehlt dem neuerlichen Lockdown jede Rechtfertigung. Am 14. Oktober wurde im Biathlon der Weltgesundheitsorganisation ein Artikel des namhaften Epidemiologen John Ioannidis online gestellt, der in überarbeiteter Version am 13.09.2020 eingereicht worden war. Die Auswertung von mehr als 61 großen Studien weltweit zeigt, so Ioannidis, dass die Fallsterblichkeit von Covid-19, ich zitiere, weit niedriger ist als zu Beginn der Pandemie vermutet. Sie ist regional verschieden und liegt in Ländern mit weniger als 118 Covid-19-Toten pro Million Einwohner bei 0,09%. In Ländern mit 118 bis 500 Covid-19-Toten pro Million Einwohner bei 0,2%. Und dabei gibt es eine starke Altersabhängigkeit. Die Fallsterblichkeit liegt bei unter 70-Jährigen weltweit zwischen 0 und 0,31% mit einem Median von 0,05%. Covid-19, meine Damen und Herren, und das ist eine gute Nachricht, und warum wird diese gute Nachricht nicht verbreitet, ist nicht die spanische Grippe. Und demzufolge konnte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher am 15.04. erklären, ich zitiere sie, wir sind nicht im Entferntesten an irgendeiner Kapazitätsgrenze. Von dieser Datenlage aus könne man guten Gewissens gestuften Lockerungen entgegensehen, die an manchen Stellen etwas mutiger hätten ausfallen können, Zitat Ende. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, von einer Überforderung unseres Gesundheitswesens waren wir das ganze Jahr über weit entfernt und, Herr Ministerpräsident, wir sind es auch im Oktober. Zurzeit sind in Deutschland etwa 1.600 von 29 ITS-Betten mit Covid-19-Patienten belegt, das sind 6%. In Brandenburg werden etwa 20 Covid-Patienten beatmet, sie beanspruchen 2% der Kapazität. Es gab und es gibt keine epidemische Lage nationaler Tragweite in Deutschland oder in Brandenburg. Und dass die diesbezügliche Feststellung nicht längst vom Bundestag zurückgenommen wurde, ist skandalös. Denn soll der Begriff der epidemischen Lage nationaler Tragweite überhaupt einen rationalen Kern haben, dann bezeichnet er doch wohl eine Überforderung unseres Gesundheitssystems. Und an dieser Bewertung, sehr geehrte Damen und Herren, ändern auch die nun seit Wochen alarmistisch vermeldeten steigenden Zahlen nichts.
Was uns täglich vom RKI übermittelt wird, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, das sind zunächst einmal positive PCR-Tests, deren Ergebnisse insbesondere dann falsch sein können, wenn ungezielt getestet wird. Und wenn inzwischen mehr als 1 Million Tests pro Woche und damit 10-mal so viele Tests wie im Frühjahr durchgeführt werden, ist es sehr fraglich, ob gezielt getestet wird. Und dennoch spricht einiges für einen tatsächlichen Anstieg der Infektionen mit dem SARS-Coronavirus 2. Aber das ist mit Beginn des Winterhalbjahres auch nicht etwas völlig Unerwartetes und das ist für sich genommen auch keine Rechtfertigung für irgendeinen Lockdown. In dem gemeinsamen Positionspapier der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und vieler Ärzteverbände vom 28. Oktober heißt es, ich zitiere: Bedingt durch die Saisonalität des Infektionsgeschehens, die Verlagerung der Aktivitäten von draußen nach drinnen sowie die erhöhte Infektanfälligkeit in den Herbst- und Wintermonaten ist mit höheren Fallzahlen als im Frühjahr und im Frühsommer zu rechnen. Wieder auf Lockdowns zu setzen, immer noch das Positionspapier, könnte in der Hoffnung, Infektionszahlen zu senken, die reflexartige Konsequenz daraus sein. Aber wir haben in den Monaten der Pandemie deutlich dazugelernt. Wir berufen uns auf das grundlegende medizinisch-ethische Prinzip des ärztlichen Handelns. Primum nihil nocere. Erstens nicht schaden. Dieser Grundsatz auf die momentane Situation angewendet bedeutet, die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie so zu wählen, dass wir schwere Läufe wirksam mindern, ohne neue Schäden zu verursachen. Zitat Ende. Und genau das, sehr geehrter Herr Woidke und sehr geehrte Landesregierung, tun Sie nicht. Das Seuchenkabinett im Kanzleramt administriert nach der Art des Politbüros und verfügt unsinnige und, was noch schlimmer ist, schädliche Maßnahmen. Wir erleben bereits die Unterlassung anderer dringlicher medizinischer Behandlungen, ernstzunehmende Nebenwirkungen bei Kindern und Jugendlichen sowie durch soziale Deprivation und Brüche in Bildungs- und Berufsausbildungsgängen, den Niedergang ganzer Wirtschaftszweige, vieler kultureller Einrichtungen und eine zunehmende soziale Schieflage als Folge, beklagt das oben genannte Positionspapier vom 28. Oktober. Und genau an diesem Tag, am 28. Oktober, beschließen Sie, Gaststätten zu schließen, obwohl nichts dafür spricht, dass Gaststätten das Infektionsgeschehen antreiben, worauf Sie sogar vom RKI hingewiesen wurden. Sie fordern die Unterbrechung sozialer Kontakte, Sie haben diese Forderung eben wiederholt. Sie verbieten Freizeit- und Amateursport, Sie verbieten Theater, Oper und Tanzveranstaltungen. Damit ruinieren Sie nicht nur unzählige wirtschaftliche Existenz, Sie schaffen eine Atmosphäre der Freudlosigkeit und Sie machen vielen Menschen Angst. Und das, sehr geehrter Herr Ministerpräsident und sehr geehrte Damen und Herren, dass Sie Angst machen, macht krank. Und man muss kein Arzt sein und man muss nicht die Definition der WHO, wonach Gesundheit der Zustand völligen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens ist, teilen, um zu verstehen, dass diese Angstmache schadet. Sie muten den Kindern eine Maskenpflicht in Schulen, womöglich sogar im Unterricht und kalte Klassenzimmer zu. Wo leben Sie? Oder sollte ich fragen, wie leben Sie? Wie abgehoben leben Sie? Oder werden Sie mit Frau Merkel und Ihrem Kabinett im Winter in kalten Räumen konferieren? Und Herr Woidke, Sie waren doch im Verteiler der E-Mail, die Ihr Parteigenosse Stefan Kohn bereits am 8. Mai auch an Sie und an alle anderen Ministerpräsidenten und an den Bundesinnenminister versandte, in der er eindringlich darauf hinwies, dass die Kollateralschäden der Corona-Maßnahmen längst jeglichen möglichen Nutzen überstiegen haben. Haben Sie darüber im Kabinett beraten? Haben Sie Herrn Kohn zum Gespräch eingeladen? Oder haben Sie seine Warnungen einfach ignoriert? Finden Sie es vielleicht sogar gut, dass er wegen des Memorandums vom Dienst entfernt wurde? Und damit sind wir beim Unrecht Ihrer Corona-Politik. Dutzende gerichtliche Eilentscheidungen gegen Corona-Auflagen, Juristen, die die Rechtswidrigkeit ihres Vorgehens im Landtag herausstellen, aber sie machen ungerührt weiter. Wie anders als eine Simulation sollen wir diese Aussprache hier im Landtag über die am 28.10. beschlossenen Maßnahmen verstehen? Finden Sie es angemessen, parlamentarische Demokratie als Puppentheater aufzuführen?
Sehr geehrter Herr Woidke, wäre der Abgeordnete in Ihnen aus Fleisch und Blut, er hätte dem Ministerpräsidenten ein Schauspiel wie das heute nicht durchgehen lassen. Aber der Abgeordnete Woidke hat sich nicht gegen den Ministerpräsidenten Woidke gewehrt. Und das sagt viel über Ihr Rollenverständnis. Herr Kollege Woidke, seien Sie doch bitte einfach konsequent und treten Sie von Ihrem Abgeordnetenmandat zurück. Aber mehr noch als die Parlamente leiden die Bürger unter Einschränkungen ihrer Rechte und Freiheiten durch die Corona-Kirche und ihren weltlichen Arm. Denken wir daran, wie unerbittlich das Sakrament der Maskenpflicht durchgesetzt wird, auf Demonstrationen, im Alltag und auch hier im Landtag. Und denken wir an den Sturm der Entrüstung, der den Präsidenten der Bundesärztekammer heimsuchte, als er wagte, Zweifel zu äußern. Bloß gut, dass er bald wieder rief, die vielen Scheiterhaufen im Lande sind ja nicht gut für unsere CO2-Bilanz. Aber die Farce, meine Damen und Herren, wird brandgefährlich, wenn laut darüber nachgedacht wird, zur Durchsetzung von Corona-Regeln Polizei in Wohnungen zu schicken. Solche Überlegungen können ja überhaupt nur deshalb angestellt werden und dort angestellt werden, wo das Prinzip der Freiheit und der Eigenverantwortung der Bürger zur Disposition steht oder gestellt wird und wo uns der vormundschaftliche Staat grüßt. Und er grüßt uns 30 Jahre nach der deutschen Einheit beunruhigend oft, Herr Ministerpräsident und sehr geehrte Damen und Herren hier im Landtag. Jahrzehnte in der Regierung bleiben eben nicht ohne Spuren. Und das sage ich nicht, ohne um mich zu erheben, denn ich selbst habe mich ja schon nach einem Jahr im Landtag an die Tiefgarage gewöhnt, die mich von der nervigen Parkplatzsuche außerhalb dieses Gebäudes befreit. Ich sage es aus Sorge um unsere Demokratie. Und so ist die Auseinandersetzung mit Ihrer Corona-Krisenpolitik kein medizinischer Disput, sondern eine Auseinandersetzung über den Rang der Freiheits- und der Bürgerrechte hierzulande. Ihre Corona-Politik stellt diese Rechte zur Disposition. Wir verteidigen sie. Sie setzen auf den vormundschaftlichen Staat. Wir setzen auf den mündigen Bürger. Und deshalb fordern wir heute in unserem Entschließungsantrag Schluss mit der Panikmache, Schluss mit dem Lockdown, maßvollen Schutz von Risikogruppen und Respekt vor der Eigenverantwortung der Bürger. Freiheit ist ein Gut, das durch Gebrauch wächst und durch Nichtgebrauch dahinschwindet. Nehmen wir uns diese Worte von Karl Friedrich von Weizsäcker zu Herzen und geben wir der Freiheit den ihr gebührenden Platz, den ersten. Zum Entschließungsantrag der Linken werden wir uns enthalten, weil die Forderungen zum Teil in Ordnung sind, aber die Feststellungen nicht. Und den Entschließungsantrag der Freien Wähler werden wir zustimmen, auch wenn er nur einen kleinen Bereich der notwendigen Maßnahmen erfasst. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.